9%. Schmerztabletten haben schon geholfen. Ich kann wieder laufen. Wie gesagt, die C4-Verletzung reißt ja auf. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir schon in dem letzten Gebäude drin sind, also ob hier überhaupt noch ein Gebäude kommt oder ob wir wieder zurückrennen müssen. Also da müsste jetzt eigentlich, ich glaube, wir haben jetzt 5 von den Längsgebäuden durch, glaube ich, gefühlt. Ja, oder? Müsste noch eins sein. Muss noch eins kommen. Eins müsste dann noch sein, Mama. Okay, schlechte Idee. Wollte ich gerade auch sagen. Mach mal die andere Seite auf. Mal gucken, ob der da noch rumtorn. Auch nicht viel besser, weil der andere kommt gerade von links. Mhm. Ja, da ich nur noch 14% habe, müsste mal ein anderer dann vorlaufen und mal gucken. Ja, was rennst du auch immer in die Roboter rein? Ja, Entschuldigung, der war gerade weggedreht und ich dachte, jetzt schnell bis zum nächsten Gebäude. Hätte ja auch fast geklappt, wenn ich dann den blöden Rucksack nicht in der Hand hätte. Der und seine Roboter, jedes Mal fängt er die Kugeln dafür ein. Mhm. Ja, und? Jedes ich kann das aber wenigstens Spiel gut. Hat er Probleme mit den Robbys. Ja, aber ich stirb wenigstens nicht. Was war denn beim letzten Mal? Ist er gestorben? Einmal, ja. Ja, eben hat er gesagt, er stirbt nicht. Ja, wenigstens nicht so oft. Öfter als alle anderen. Weil der rennt genau ins Kreuzfeuer von denen. Scheiß Drohne, hau ab. Gut gemacht. Hast du gehört? Hör auf, da ist keiner und ist hier dreht er gerade um. Jetzt. Kommst du jetzt oder kommst du nicht? Jetzt dreht er. Gut. Dann läuft aber also, erstmal weg. Wir sind jetzt im letzten Ding drinne. Mhm. Das heißt, als nächstes kommt dieses querstehende Gebäude, ne? Was heißt I-G-N-I-T-E? I-Ignite? Keine Ahnung. Entzünden? Ah. Ich kann kein Englisch. Ja, ist ja nicht schlimm. Das ich auch nicht. Mich ja. Na gut, dafür habt ihr mich dann eben. Nein, ich kann wirklich kein Englisch. Ich hab nicht mal Englisch in der Schule gehabt. Aber, Digga, ich hab. Das heißt, da du noch bist nicht nordisch bei Nature gedacht, oder was? Ich hab da was Schönes für dich. Guck mal hier. Mhm. Ah, noch ein bisschen Panzerbrechen. Ist sehr schön. Ja. Ich habe jetzt ein Magazin weniger, von daher. Aber trotzdem. Ist halt nicht so schlimm, ich habe immer noch 5. HS9 Magazin brauchst du, ne? Nee, brauche ich nicht. Also HSF9 habe ich. Aha. Habe ich aber auch genügend. Nee, im MP5 brauche ich. So ist er wie. Er dreht! Guck mal, was der andere macht. Ja. Ich glaube, der steht so ungünstig, der Junge. Ja, Alter! Die haben sich verschworen! Alea, komm mal her, das musst du dir angucken. Nee, weil ich nicht. Doch, stell dich direkt vor die Tür und dann zeig das dir. Stell dich so hin, dass du rausgucken kannst. Der ist da oben drauf. Was? Ja, stimmt, ich sehe ihn. Der steht da oben auf dem Teil drauf, da. Ja, auf dem Zaun. Wie? Keine verpackt. Ahnung. Der steht ja davor, dieses Gestell. Der hat sich wahrscheinlich irgendwie auf das Gestell gebackt und deswegen ist er dann auf dieses Ding drauf getreten. Das heißt aber, normalerweise wird er da nicht weggehen, weil er kann da nicht runtergehen. Ja, aber wie ist er da raufgekommen? Ja, irgendwie raufgebackt halt. Er guckt auch ganz hämisch. Ja, ich glaube, er ist ein bisschen irritiert. Er guckt so ein bisschen irritiert. Er denkt sich so, hä, wie bin ich hier raufgekommen? Gut, dann müssen wir mal sehen, dass er hinten rauskommt. Ja, aber zumindest haben wir dann erstmal einen Robby weniger im Spiel.
Jetzt sind es anstatt, wie viel waren es nochmal? Hier vorne waren es eigentlich mal 11, drei. Sind es jetzt nur noch 10. So lauf weiter, Junge. Läuft er? Mal drauf. Wie hast du heute ein schlechtes Timing? Aber warum kommt... Oh, Puffbeleuchtung. Das ist nur eine C2. Ich bin bereit hier. Okay. Ja, ich habe auch schon wieder 42% Lebensenergie. Also mir wäre lieber, wenn der andere von seinem hohen Ross runterkäme. Das wäre mir tausendmal lieber, dann würde er nämlich nach hinten in die Halle gehen und wir könnten dann rüberflitzen. Da steht ja immer noch drauf. Mhm. Jetzt? Ja. Der ist rechts. Oh, 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 oh. Wie läuft der? Der läuft der zum läuft Zaun da ein. Jetzt redet er. Oh Mann, was das ist lange schon rechts nah. Ist, kannst du rauslaufen sozusagen. Ja, der andere ist nach ganz hinten gelaufen, aber der hier nervt ja. Ja, aber er läuft ja eine Zeit lang Richtung Zaun. Derzeit kannst du ja bis zum nächsten Gebäude sprinten. Jetzt macht er gar nichts mehr. Jetzt steht er hier vor der Tür. Mhm. Und sagt so, hallo, lieber Udo, wie geht's dir? Möchtest du mit mir zusammen in den Puff? Ich mach schon mal das Licht dafür an. Dummes Ding hat. Aber wir müssen versuchen, von dem hier rüber zu dem anderen wieder zu kommen und dann wieder in den dritten. Oh, ja, willst du nach links laufen, nicht nach rechts? Nach links, ja. Ach so. Man muss ja. Oder willst du rüber zum Auto? Nee, ich hätte jetzt rechts in das Gebäude gelaufen. Rechts ist kein Gebäude. Ach so, ich dachte, da wäre noch das Empfangsgebäude vom Flughafen. Rechts. Der nervt doch. Jetzt kommt er wieder her. Ich guck nochmal auf der anderen Seite. Jetzt. Er steht immer noch drauf. Also wir müssen hier rum raus, es gibt keinen anderen Weg. Jetzt ist er hier vorne. Jetzt dreht er. Er kommt zurück. Sobald er vorbei ist, so jetzt könnte man laufen. Ja. Oh, mach bitte das Ding. Au! Au! Okay, war doch noch zu früh. Hast du es überlebt? Ja, so gerade eben. Okay. Ich hoffe, dass hier irgendwo Klamotten sind. Oh, die stehen jetzt zu zweit vor deiner Halle. Und haben sich ineinander gebackt, jetzt haben sich wieder losgebackt. Ja. Kein Problem, alles gut. Das ist aber auch blöd, dass sie nicht zurück in den weißen
Status zurückgeben. Ein bisschen länger warten. Seid doch bescheuert, ey. Ich bleib drin. Ja, ich hab's überlebt, sag ich mal. So. Ja, der. Die sind ganz schön heftig geworden, Jungs. Ja, der Robby auf dem Zaun hat jetzt zwar auf mich reagiert, aber hat mich nicht getroffen. Also ich bin jetzt im dritten. Ich trinke mal einen Schluck. Bevor es weitergeht. Gibt ja nichts, was man nicht mit Alkohol lösen kann. Und Nummer 2. Jetzt guckt er natürlich genau nach hier. Arschloch-Roboter. Ich bin im ersten. Ich habe mal hier Linsen, wie es hier weitergeht. Ist hier noch einer? Das klang wie ein zweiter Schuss. Hm, der ist in der Halle gerade gelaufen. Nee, der sieht mich. Ach so. Hast du die Tür da drüben auf? Ja, die große ist auf. Aber der hat auch die Tür aufgemacht. So, ich bin. So, Kinder, ich bin gerade 3 Türen weiter hier gerannt, ohne getroffen zu werden oder gesehen zu werden. Also, was ist euer Problem? So, ich bin in der ersten neuen Halle jetzt drin. Puh. Exciting, exciting. Also wenn du raus und gleich rüber rennst, ist nicht schlimm. Nee, nur nicht. Das ist als Wäsche, Mama. Also mehr oder weniger. Ja, nur leg das dann bitte woanders hin. Halt. Nein, das sind. Nein! Das sind. Nein! Nein! Aus!
Aus, Mama, aus! Ja, schön. Fass deine Tochter nicht, Mensch. Fass auf jemand anderen. Er hat gerade wieder ein Sortiment. Jetzt nicht mehr. Ah, hat mich doch einmal jetzt erwischt. So, ich bin in der letzten. Hat mich aber nur beschädigt, nicht verletzt. Jetzt wäre ein Reparaturpack nicht schlecht. Mann, geh mir nicht auf den Sack, du blöde Scheißing. Echt jetzt? Ja, muss das sein? Echt jetzt? So. So, ich bin im großen Gebäude drin. Schön. Ja, das nennt man Channel Hopping oder so ähnlich. Baut nur drauf, dass er wieder zurückkommt. Nein, das macht er nicht, weil er schießt wieder. Gleich explodiert er. Das Problem ist, er sieht mich deswegen. Also er schießt auf mich die ganze Zeit. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Uns kann er ja nicht sehen. Er sieht mich durch eine Scheibe. Tomatensoße. Nehmen wir mit. Ja. Dann läuft er wieder zurück, oder was? Da schießt doch schon wieder ein. Scheiße! Du bist hier so unvorsichtig. Ja, Entschuldigung, ich hab nicht gewusst, dass der von hier, von da in die Halle reinkommt. Er kommt wieder zurück. Ich bin im Nebenraum verschwunden. Alea, brauchst du was zu essen? Mhm. Zu trinken. Seid einfach viel zu ungeduldig. Das stimmt. Oh, das nervt doch schon wieder hier, du.
ganz leise und unsichtbar. Die haben ja aber auch wirklich jede Halle mit Fenster ausgestattet, ne? Die wollen es einen auch eigentlich leicht machen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, die hassen einfach Menschen, die Programmierer. Mann! Ich glaube, die Programmierer hassen einfach nur Menschen. Hab ich doch gesagt. Ist doch ganz einfach. Ist einfach die Erklärung für alles. Oh Mann. Alter, hab ich mich erschrocken. Alter Schwede. Wenn der Robby dich nicht umbringt, dann deine Tochter. Warum bin ich nicht überrascht? Oh, Alter. Das war zu still. Er soll die Zeit abwarten, dann bist du ruhig und dann kommt so ein Geheule an. Ja. Das interessiert die Robbys dann nicht. Eine Sekunde noch auf Toilette war. 10 Minuten gemacht. Da bin ich total bei dir, glaube ich. Ich mache mir auch so gerade so ein bisschen in die Hose. Keiner sagt was. Alles ganz ruhig und dann fängt es mit ihrem Geheule an. Steht nicht mal 2 Meter von ihr weg. Oh oh. Oh 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 oh. Bleib da. Bleib wo du bist. Bleib wo du bist. Sei nicht, nein, komm hier nicht rein. Warum kommst du hier rein? Warum? Warum so gemein? Jetzt geh doch wieder raus, komm. Zwei sind jetzt bei mir, also von daher. Ja, wir wollen ja bei dir rein, also bringt uns ja nichts. Einer ist gerade wieder raus und gehen aus der Halle. Einer läuft da runter. Ja, ich weiß noch nicht, was der vorhat. Ich glaube, der hat sich da festgebackt. Super. Ich gehe erstmal zum Auto, ich muss einfach meinen Rucksack lernen. Das hat er gehört. Boah, Alter, wenn ich nicht verreck.
gesagt. So, einmal getroffen. Ich glaube, da hat sich jetzt noch festgebackt. Ich kann aber leider nicht genau sehen, wo es ist, wo er sich gebackt hat. Kann das irgendjemand erkennen? Ich sehe nichts. Ich bin im Moment beim Auto. Ich muss halt mal den Rucksack leeren. Das ist immer das gleiche Problem mit Männern. Die müssen immer ihren Sack leeren. Ich will mal dieses TNT ausprobieren. Aber schön, dass hier vorne keiner ist. Dann kann man da hinten loopen. Genau. Und ich kann noch mal ein Erste-Hilfe-Paket bauen.